Hi Lukas, schön noch so eine Volleyball-Legende hier im Podcast zu haben. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Olympia, das steht jetzt vor der Tür. In 17 Tagen ist das erste Spiel, richtig? Kribbelt's schon? Bist du schon aufgeregt? Jein, muss ich sagen. Also es kribbelt in einem sehr positiven Sinne. Aufgeregt bin ich noch gar nicht und ich muss auch sagen, dass ich glaube ich gar nicht so sehr aufgeregt sein werde. Also wenn ich jetzt nur an die Volleyballspiele denke, da gab es andere Zeiten, das wird was Besonderes und ich will auch nicht sagen, dass ich nicht nervös sein werde, aber es ist nicht so, wie es vielleicht in London damals war, dass man tagelang, wochenlang sich vorher Gedanken darüber macht, was man zu tun hat und nicht zu tun hat auf dem Feld oder in der gesamten Umgebung, sondern bisher kann ich da mit einem sehr ruhigen Schlaf, mit einem sehr klaren Blick einfach Richtung Paris schauen und ja, also die Vorfreude trifft es da mit Sicherheit am besten. Du hast ja verkündet, dass jetzt nach Olympia das Ende deiner Karriere bevorsteht. Und ja, das vielleicht nochmal kurz zur Erläuterung für alle, warum du jetzt davon sprichst, dass eben das letzte Mal ist und du schöne Erfahrungen gemacht hast. Wie kann man sich denn so einen Alltag in Chiembaum vorstellen? Also es ist ja ein riesiges Leistungszentrum. Da sind ja nicht nur die Volleyballer, sondern auch viele andere Sportler. Du hast mir eben schon den See gezeigt, ein bisschen Wald. Also das ist einfach ein riesengroßes Gelände, da ist viel los. Und wie ist es da? Wie stelle ich mir einen Tag dort vor? Ich glaube, wenn man von außen drauf guckt oder wenn man jetzt mal so einen Tag von oben mit der Drohne filmen würde, dann würde man denken, wow, die Jungs haben aber ein entspanntes Leben, entspannten Alltag in Anführungszeichen dort, weil erstmal alles da ist, was man sich wünschen kann als Sport. Man wird hier umsorgt und gepflegt und verpflegt, wie man sich es nur wünschen kann. Das ist eine ehemalige DDR-Kaderschmiede, die aber über die letzten Jahrzehnte zu einem Top-Hochleistungszentrum entwickelt wurde in allen Bereichen. Also egal ob Sporthalle, die internationale Maße, also unsere Volleyballhalle, beziehungsweise ich glaube alle Sportstätten, die hier in den letzten Jahren modernisiert und gebaut wurden, haben immer den Anspruch, dem internationalen Standard der jeweiligen Sportart für Wettkämpfe zu entsprechen, sei es die Beleuchtung, sei es die Maße, die Höhe, was auch immer, sodass wir hier einfach unter optimalen Bedingungen trainieren können. Dann für die Regeneration gibt es Sauna, es gibt eine Kryokammer, es gibt dann noch den See, der auch irgendwie einen Teil dazu beiträgt. Also es kommt zwischendurch tatsächlich an einem freien Vormittag auch mal so ein bisschen Urlaubsgefühl auf. Ein paar Jungs gehen hier gerne angeln. Man kann mit dem Tretboot auf den See rausfahren. Man kann auf der Terrasse sitzen. Man kann sich mit anderen Sportlerinnen und Sportlern austauschen. Also, aber man darf es natürlich nicht damit verwechseln, dass es Urlaub ist, weil wir halt in den Zeiten, wo wir trainieren, schon wirklich viel machen und hart arbeiten und dementsprechend das aber auch genießen, dass wir drumherum uns nicht um wirklich viel kümmern müssen. Und man kann zum Essen gehen und Wäsche waschen, das machen wir schon selber, aber alles andere ist wirklich da. Von daher, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, vielleicht sowas wie ein Centerpark für Leistungssport. Und so ein typischer Alltag heißt dann, du hast mir auch einen Ausschnitt vom Trainingsplan geschickt. Heute war irgendwie 8:45 Uhr Frühstück oder 9 Uhr oder wie auch immer. Und jetzt hast du einen Vormittag mal frei. Heute Nachmittag ist noch Training. Sonst ist ganz oft auch Vormittagstraining und Nachmittagstraining mit einem kleinen Mittagsblock. Das ist so der typische Ablauf. Also Krafttraining, Balltraining, immer im Wechsel. Genau, wir haben so ein, jetzt beim aktuellen Trainer, das hängt immer so ein bisschen auch von den Belastungsstörungen und Trainingsvorlieben der einzelnen Trainer ab. Jetzt bei Michał Winiarski ist so der klassische Block, wenn wir längere Vorbereitungszeiten ja haben, 2-1-2, also dass wir doppelt trainieren, dann meistens einfach trainieren und dann nochmal doppelt und dann sogar einen Tag frei haben. Jetzt haben wir es ein bisschen anders gemacht. Jetzt haben wir vorgestern doppelt trainiert, gestern doppelt trainiert, heute einmal. Das liegt daran, dass wir morgen den Reisetag nach Polen haben. Das wird dann immer so ein bisschen angepasst. Aber wie du gesagt hast, also wenn wir dieses 2-1-2 trainieren, dann haben wir an den Doppeltagen meistens vormittags Krafttraining und noch eine kurze technische Balleinheit im Anschluss an das Krafttraining. Ohne Springen meistens und dann nachmittags die 6 gegen 6 Balleinheit. Das ist so, wie man sich das vorstellen kann, ja, die Mittagspause. Ist immer mit eingeplanten Snack und abends dann Regeneration. So ungefähr ist der Alltag. Okay.
Ja, hört sich ja wirklich klasse an, dass da wirklich auch so, dass es da so gute Strukturen gibt, um perfekt regenerieren zu können nach den Einheiten. Und ich glaube, dieses Urlaubsfeeling, das du eben angesprochen hast, ist ja total wichtig, um gut in die Regeneration zu kommen, dass du so früh wie möglich in so einen Entspannungsmodus kommst, um dann von da aus auch ordentlich zu regenerieren, runterzufahren, dass sich der Körper schnellstmöglich erholt. Jetzt stehen Ende Juli die ersten Spiele an. Ich glaube, am 27. ist das erste Spiel. Was erwartest oder erhoffst du dir generell von der Olympiateilnahme? Oder gehst du so ran, dass du sagst, ey, dabei sein ist erstmal alles und alles andere ergibt sich dann? Nee, sicher nicht. Letzten Endes ist es ein sportliches Turnier. Es ist im Grunde genommen das gleiche wie eine Europameisterschaft oder eine Weltmeisterschaft. Und wir wollen was mitnehmen, am liebsten eine Edelmedaille. Das Ziel haben wir uns intern gesetzt, das haben aber auch keine Scheu, das nach außen zu kommunizieren. Also Halbfinale um die Medaillen spielen. Ich glaube, das ist auch der einzig logische Weg, dieses Turnier so anzugehen. So ein Klassiker im Volleyball ist ja, dass die Quali schwerer ist, als bei Olympia was zu erreichen. Bei der Quali waren es 7 Spiele, bei Olympia wären es 6, um am Ende oben zu stehen. Und nur aus der Gruppe rauskommen zu wollen oder mal zu schauen, ist meiner Meinung nach der komplett falsche Ansatz, gerade mit dem Potenzial, was wir aktuell in der Truppe haben. Dementsprechend hoch setzen wir unsere Ziele und gehen das auch genauso an. Also der Fokus liegt voll auf dem Sportlichen. Wir werden die Eröffnungsfeier verpassen, weil wir am 27. um 9 Uhr spielen. Das ist jetzt erstmal aus rein emotionaler Sicht, glaube ich, bei der Olympiateilnahme ein harter Schlag. Aber absolut verständlich, dass es nicht möglich ist, am Abend vorher bis auf 1:30 Uhr auf einem Boot über die Seine zu schippern, wenn man um 9 Uhr gegen Japan eine Topleistung abrufen will. Und dementsprechend diese Opfer bringen wir dann. Gerne kann ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber wir können es absolut nachvollziehen, beziehungsweise wir müssen ja jetzt auch nicht für überredet werden, sondern das ist dann eben Teil dieses Plans, dass wir ja, uns auch schon jetzt in der näheren Vorbereitung auf diesen Rhythmus einstellen, weil wir sportlich eben das Maximum rausholen wollen und so gehen wir es an. Ja, starke Worte und auch gut, dass du sagst, wir gehen es als Ziel an, Edelmetall zu holen. Und ich finde den Ansatz spannend, dass du sagst, anders können wir es auch gar nicht argumentieren, weil es ist ja genau so, egal was man sich ausmalt, am Ende muss man hohe Ziele haben, um überhaupt irgendwas zu erreichen. Und ja, kann ich dir nur zustimmen, dass das, glaube ich, der einzig richtige Weg ist, da ranzugehen. Naja, wir können ja nicht sagen, wir wollen in der Gruppenphase scheitern. Wenn wir dann im Viertelfinale sind, wollen wir das Viertelfinale, das ist ein Spiel, um dann um die Medaillen zu spielen. Und der Glaube, das Selbstvertrauen ist in den letzten Monaten schon so gewachsen, dass wir auch sagen, in einem Spiel ist alles möglich, egal gegen wen. Und dann, wenn wir das Viertelfinale gewinnen, sind wir an dem Punkt. Also dementsprechend alles andere wäre, sich irgendwie selber in die Tasche lügen, zu sagen, wir wollen mal gucken, ob wir in der Gruppe ein Spiel gewinnen können. Also das fände ich schon sehr daneben. Ja, vor allem nach der Quali, die ihr gespielt habt, die einfach überragend war, ist es jetzt nur fair, auch zu sagen, ey, es kann ganz viel passieren, wir können ganz viel erreichen. Wenn wir eine gute Taktik haben, wenn wir alle Höchstleistung bringen, ist mega viel möglich. Also von daher gebe ich dir voll recht. Würdest du denn jetzt, musst du auch nicht beantworten, die Frage, aber würdest du denn sagen, die Mannschaft jetzt ist stärker als die damals in London? Also würdest du sagen, okay, jetzt haben wir mehr Chancen als damals? Keine Ahnung. Finde ich schwer bis unmöglich zu beurteilen. Diese Diskussion gibt es auch im Verein immer mal wieder, ob die goldene Generation der Italiener, die jetzige Generation der Polen schlagen würde, weiß ich nicht. Also das sind so viele verschiedene Faktoren. Das kann ich einfach nicht sagen. Es fühlt sich für mich anders an, aber ich glaube, es liegt auch einfach an dem Zeitpunkt, wo ich mich persönlich befinde, dass ich die Mannschaft anders spüre, das Potenzial besser abschätzen kann. Wir hätten in London auch einfach mal gut gegen Bulgarien spielen können und das Viertelfinale für uns gewinnen können, weil Bulgarien damals ja so die Mannschaft war, gegen die wir ständig gespielt haben und die wir auch, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich würde sagen, die Spiele waren ungefähr 50-50. Und wir haben es einfach überhaupt nicht hinbekommen. Und wenn wir das geschafft hätten, dann hätten wir auch um die Medaille gespielt. Also von daher war das Potenzial da. Kann ich wirklich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass ich jetzt großes Vertrauen in die Mannschaft habe. Und
sehr, sehr zuversichtlich bin. Ne? Ja, sehr schön. Lassen wir erstmal genauso stehen. Ich glaube, es ist auch nur fair, das genauso zu sagen. Das war's schon wieder mit der Folge. Ich hoffe, für dich war ein kleiner Mehrwert dabei. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere doch gerne den YouTube-Kanal oder folge rein bei Spotify bzw. bei Instagram. Teile auch gerne den Podcast mit deinen Freunden. Das würde mich auf jeden Fall mega, mega weiterbringen. Vielen Dank dafür und bis bald.